We can all remember our feelings when a little child cried out. Wir alle wissen, was für ein Gefühl es ist, wenn ein kleines Kind zu weinen beginnt und uns die Hand emporstreckt, damit wir ihm helfen. Ein liebevoller Vater im Himmel hat uns dieses Empfinden mitgegeben, damit wir uns gedrängt fühlen, seinen Kindern zu helfen. Denken Sie bitte an dieses Empfinden, wenn ich nun über unsere Verantwortung spreche, uns für das Wohlergehen der Kinder einzusetzen und es zu schützen. Ich spreche aus der Sichtweise des Evangeliums Jesu Christi, wozu auch Gottes Erlösungsplan gehört. Dazu wurde ich berufen. Die örtlichen Führer der Kirche tragen Verantwortung für einen einzelnen Zuständigkeitsbereich, wie eine Gemeinde oder ein Pfahl, aber ein Apostel ist dafür verantwortlich, der ganzen Welt Zeugnis zu geben. Alle Kinder in jeder Nation, jeder Rasse und jeder Glaubensrichtung sind Kinder Gottes. Ich äußere mich zwar nicht zu Politik oder zur öffentlichen Ordnung, aber ich kann nicht, ebenso wenig wie andere Führer der Kirche, über das Wohlergehen von Kindern sprechen, ohne Schlussfolgerungen zu nennen, die die Entscheidung von Bürgern, Beamten und Mitarbeitern privater Organisationen betreffen. Wir unterliegen alle dem Gebot des Heilands, einander zu lieben und füreinander zu sorgen, insbesondere für die Schwachen und die Wehrlosen. Kinder sind sehr verletzlich. Sie sind kaum imstande, sich selbst zu schützen oder für sich selbst zu sorgen und haben nur geringen Einfluss auf vieles, was für ihr Wohlergehen unerlässlich ist. Kinder brauchen Menschen, die für sie eintreten, und sie brauchen Entscheidungsträger, die das Wohlergehen der Kinder über die selbstsüchtigen Interessen Erwachsener stellen. Wir sind fassungslos angesichts der Millionen von Kindern, die in aller Welt Opfer der schlimmen Verbrechen und der Selbstsucht Erwachsener werden. In einigen vom Krieg zerrissenen Ländern werden Kinder entführt und müssen dann als Soldaten in den sich bekämpfenden Armeen dienen. Laut einem Bericht der Vereinten Nationen wird geschätzt, dass jedes Jahr über 2 Millionen Kinder Opfer von Prostitution und Pornografie werden. Aus Sicht des Erlösungsplans ist einer der schlimmsten Missstände, dass Kindern die Geburt verweigert wird. Dieser Trend ist weltweit festzustellen. Die Geburtenrate in den Vereinigten Staaten ist auf dem niedrigsten Stand seit 25 Jahren und in den meisten europäischen und asiatischen Ländern liegt sie seit vielen Jahren unter dem Niveau, das eine natürliche Reproduktion der Bevölkerung sichert. Hier handelt es sich nicht nur um ein religiöses Thema. Wenn die nachwachsenden Generationen an Zahl abnehmen, werden Kulturen und sogar ganze Nationen schwächer und verschwinden letztlich. Eine Ursache der abnehmenden Geburtenrate ist die Abtreibung. Schätzungen zufolge finden weltweit mehr als 40 Millionen Abtreibungen pro Jahr statt. Viele Gesetze erlauben die Abtreibung oder fördern sie sogar, aber wir betrachten sie als großes Übel. Weitere Misshandlungen, die Kinder während der Schwangerschaft erleiden, sind embryonale Fehlbildungen, die aufgrund der mangelhaften Ernährung oder des Drogenkonsums der Mutter entstehen. Es ist eine tragische Ironie, dass so viele Kinder vor der Geburt ausgelöscht oder geschädigt werden, während unzählige unfruchtbare Paare sich danach sehnen, ein Baby zu adoptieren. Für alle offensichtlicher sind Misshandlung, Missbrauch oder Vernachlässigung von Kindern, die nach der Geburt stattfindet. Weltweit sterben fast 8 Millionen Kinder vor ihrem 5. Geburtstag, zumeist an Krankheiten, die sowohl behandelt als auch verhindert werden könnten. Die Weltgesundheitsorganisation gibt an, dass jedes 4. Kind aufgrund von Unterernährung physisch und mental im Wachstum beeinträchtigt ist. Weil wir als Führer der Kirche viel in der Welt unterwegs sind und in verschiedenen Ländern leben, sehen wir viel davon. Die Präsidentschaft der Primarvereinigung berichtet von Kindern, deren Lebensumstände jenseits unserer Vorstellungskraft liegen. Eine Mutter aus den Philippinen erzählte, manchmal haben wir nicht genug Geld für Essen. Doch das ist in Ordnung, weil es mir die Gelegenheit gibt, meine Kinder glauben zu lernen. Wir kommen zusammen und beten um Hilfe und die Kinder sehen, wie der Herr uns segnet. In Südafrika traf eine Vertreterin der PV ein kleines Mädchen, das einsam und traurig war. Auf liebevolles Nachfragen hin erzählte sie leise, dass sie keine Mutter,
keinen Vater und keine Großmutter mehr hatte. Nur ein Großvater, der sich um sie kümmerte. Solche Tragödien sind auf einem Kontinent, auf dem viele Bezugspersonen an AIDS gestorben sind, oft zu finden. Sogar in reichen Ländern leiden kleine Kinder und Jugendliche unter Vernachlässigung. Kinder, die in Armut aufwachsen, werden nur notdürftig medizinisch versorgt und haben unzureichende Bildungsmöglichkeiten. Sie sind zudem gefährlichen Einflüssen in ihrem physischen und kulturellen Umfeld und sogar der Vernachlässigung durch ihre Eltern ausgesetzt. Elder Jeffrey Holland berichtete vor kurzem von dem Erlebnis eines Polizeibeamten, der der Kirche angehört. Während seiner Ermittlungstätigkeiten stieß er auf 5 kleine Kinder, die in einer Wohnung ohne Bettzeug zusammengekauert auf einem schmutzigen Boden zu schlafen versuchten, während ihre Mutter zusammen mit anderen in derselben Wohnung feierte und sich betrank. Es gab in der Wohnung kein Essen, mit dem sie ihren Hunger stillen konnten. Nachdem er die Kinder in ein notdürftig improvisiertes Bett gelegt hatte, kniete sich der Polizeibeamte hin und betete für sie um Schutz. Als er zur Tür ging, lief ihm eins der Kinder, vielleicht 6 Jahre alt, hinterher, griff seine Hand und bat ihn flehend: "Adoptieren Sie mich bitte." Denken wir daran, was unser Heiland lehrte, als er ein kleines Kind vor seine Jünger stellte und verkündete: "Und wer ein solches Kind um meinetwillen aufnimmt, der nimmt mich auf. Wer einen von diesen Kleinen, die an mich glauben, zum Bösen verführt, für den wäre es besser, wenn er mit einem Mühlstein um den Hals im tiefen Meer versenkt würde." Wenn wir bedenken, vor welchen Gefahren Kinder beschützt werden sollten, dann sollten wir auch seelische Misshandlung mit einschließen. Eltern, andere Bezugspersonen, Lehrer oder Gleichaltrige, die Kinder oder Jugendliche erniedrigen, schikanieren oder demütigen, können ihnen damit Schäden zufügen, die dauerhafter sind als eine körperliche Verletzung. Wenn man Kinder oder Jugendliche dazu bringt, sich wertlos, ungeliebt oder ungewollt zu fühlen, so kann dies ihr emotionales Wohlergehen und ihre emotionale Entwicklung schwer und dauerhaft schädigen. Junge Menschen, die mit außergewöhnlichen Umständen zu kämpfen haben, auch wenn sie sich zum eigenen Geschlecht hingezogen fühlen, sind besonders verletzlich. Sie brauchen liebevolles Verständnis und keine Schikane oder Ausgrenzung. Mit der Hilfe des Herrn können wir umkehren und uns ändern und Kindern liebevoller und hilfsbereiter begegnen, unseren eigenen und denen in unserem Umfeld. Nur wenige physische und emotionale Bedrohungen sind für Kinder so gravierend wie jene, die aus den Beziehungen zu ihren Eltern oder anderen Erziehungsberechtigten erwachsen. Präsident Thomas S. Monson hat die Misshandlung von Kindern, wenn ein Elternteil ein Kind in körperlicher oder emotionaler Hinsicht bricht oder entstellt, als etwas Abscheuliches bezeichnet. Es brach mir das Herz, als ich mich während meiner Zeit am obersten Gerichtshof von Utah mit den erschütternden Beweisen solcher Fälle beschäftigen musste. Für das Wohlergehen von Kindern ist es von höchster Wichtigkeit, ob ihre Eltern verheiratet sind, wie gut diese Ehe ist und wie lange sie dauert und, etwas allgemeiner betrachtet, welche kulturellen Vorstellungen und Erwartungen es im Zusammenhang mit Ehe und Kinderbetreuung dort gibt, wo sie leben. 2 Familienwissenschaftler erläutern es so: Geschichtlich betrachtet ist die Ehe in erster Linie eine Institution für die Zeugung und das Heranziehen von Kindern gewesen. Sie bildete das kulturelle Band, das ein Vater mit seinen Kindern verbindet, indem es ihn an die Mutter seiner Kinder bindet. In jüngster Zeit sind die Kinder jedoch zunehmend aus dem Mittelpunkt verdrängt worden. Ende des Zitats. Eine Juraprofessorin der Harvard-Universität beschreibt die derzeitige Gesetzes- und Stimmungslage hinsichtlich Ehe und Scheidung so: Die gegenwärtige amerikanische Geschichte über die Ehe, wie sie in den Gesetzen und im Großteil der Literatur erzählt wird, lautet in etwa so: Die Ehe ist eine Beziehung, die vor allem dazu da ist, den Ehepartnern Erfüllung zu verschaffen. Wenn sie diesem Zweck nicht mehr gerecht wird, ist daran niemand schuld. Und jeder Ehepartner kann sie nach Belieben beenden. Die Kinder kommen in dieser Geschichte kaum vor. Sie erscheinen bestenfalls als schemenhafte Gestalten im Hintergrund. Ende des Zitats.
Im Gegensatz dazu haben die Führer unserer Kirche vor der Ansicht gewarnt, die Ehe sei ein bloßer Vertrag, den man aus Vergnügen eingeht und den man bei der ersten Schwierigkeit einfach auflöst. Dies sei ein Übel, das schweren Schuldspruch verdient, besonders dann, wenn Kinder darunter leiden müssen. Und Scheidungen wirken sich auf Kinder aus. Bei mehr als der Hälfte der Scheidungen in den letzten Jahren waren Paare mit minderjährigen Kindern betroffen. Viele Kinder hätten von der Segnung profitieren können, von beiden Elternteilen aufgezogen zu werden, wenn ihre Eltern doch nur diese inspirierte Lehre aus der Proklamation zur Familie befolgt hätten. Mann und Frau tragen die feierliche Verantwortung, einander und ihre Kinder zu lieben und zu umsorgen. Die Eltern haben die heilige Pflicht, ihre Kinder in Liebe und Rechtschaffenheit zu erziehen, für ihre physischen und geistigen Bedürfnisse zu sorgen und sie zu lehren, dass sie einander lieben und einander dienen. Das Beispiel ihrer Eltern ist für Kinder die einflussreichste Unterweisung. Eltern, die sich scheiden lassen, erteilen damit unweigerlich eine negative Lektion. Es gibt sicherlich Fälle, in denen eine Scheidung für das Kindeswohl notwendig ist. Aber bei solchen Umständen handelt es sich um eine Ausnahme. In den meisten ehelichen Auseinandersetzungen sollten die streitenden Elternteile den Interessen der Kinder größeres Gewicht einräumen. Mit der Hilfe des Herrn können sie das schaffen. Kinder brauchen die emotionale und persönliche Stärke, die daraus erwächst, von Eltern erzogen zu werden, die sich in ihrer Ehe und ihren Zielen einig sind. Ich wurde von einer verwitweten Mutter erzogen und weiß somit aus eigener Erfahrung, dass dies nicht immer möglich ist. Aber dieses Ideal sollte in allen Fällen, in denen es möglich ist, angestrebt werden. Kinder sind die ersten Opfer der derzeitigen Gesetzeslage, die die sogenannte verschuldensunabhängige Scheidung zulässt. Aus Sicht der Kinder ist eine Scheidung zu einfach. Ein gewissenhafter Forscher kam anhand jahrzehntelanger sozialwissenschaftlicher Studien zu dem Schluss, dass die Familienstruktur, die für Kinder durchschnittlich die besten Ergebnisse erzielt, aus leiblichen Eltern besteht, die verheiratet bleiben. Ende des Zitats. Ein Journalist der New York Times stellte die bemerkenswerte Tatsache fest, dass auch wenn die traditionelle Ehe in den Vereinigten Staaten auf dem Rückzug ist, die Anzeichen dafür zunehmen, dass genau diese Institution von Bedeutung für das Wohlergehen der Kinder ist. Zitat Ende. Dieser Sachverhalt sollte Eltern und werdenden Eltern eine wichtige Orientierungshilfe bei Entscheidungen geben, die Ehe und Scheidung betreffen. Wir brauchen auch Politiker, Entscheidungsträger und Beamte, die sich mehr der Frage widmen, was für die Kinder am besten ist, und ihre Aufmerksamkeit nicht auf die egoistischen Interessen von Wählern und die lautstarken Vertreter der Interessen Erwachsener richten. Kinder sind auch Opfer von Ehen, die nicht geschlossen werden. Nur wenige Indikatoren für das Wohlergehen der heranwachsenden Generation sind so beunruhigend wie ein aktueller Bericht, laut dem bei 41% aller Geburten in den Vereinigten Staaten die Mütter nicht verheiratet waren. Unverheiratete Mütter stehen vor immensen Herausforderungen und es ist ganz klar, dass ihre Kinder gegenüber Kindern, die von Ehepartnern aufgezogen werden, erheblich benachteiligt sind. Die meisten der Kinder, die unverheirateten Müttern geboren wurden, 58%, hatten Eltern, die unverheiratet zusammenlebten. Was immer man auch von diesen Paaren, die auf die Ehe verzichten, halten mag, so zeigen doch Studien auf, dass ihre Kinder im Vergleich deutlich benachteiligt sind. Die relative Stabilität der Ehe ist für Kinder wichtig. Wir können annehmen, dass die gleichen Nachteile auch für Kinder gelten, die von gleichgeschlechtlichen Paaren aufgezogen werden. Die sozialwissenschaftliche Literatur über die langfristige Wirkung auf Kinder, die unter solchen Umständen aufwachsen, ist kontrovers und politisch aufgeladen. Das liegt vor allem daran, dass, wie ein Journalist der New York Times anmerkte, die gleichgeschlechtliche Ehe ein soziales Experiment ist und es wie bei den meisten Experimenten eine Weile dauern wird, bis man die Folgen erkennt. Ende des Zitats. Ich habe hier für die Kinder gesprochen, für Kinder, wo auch immer sie sein mögen.
Manch einer mag diese Beispiele ablehnen, doch sollte sich niemand dem Appell entziehen, dass wir uns zusammenschließen, um uns mehr dem Wohlergehen und der Zukunft unserer Kinder, der heranwachsenden Generation, zu widmen. Wir sprechen hier von den Kindern Gottes. Mit seiner mächtigen Hilfe können wir mehr tun, um ihnen zu helfen. Mit diesem Appell richte ich mich nicht nur an die Heiligen der letzten Tage, sondern an alle gläubigen Menschen und auch an alle anderen, deren Wertesystem sie dazu bewegt, ihre eigenen Bedürfnisse den Bedürfnissen anderer unterzuordnen, vor allem wenn es um das Wohlergehen von Kindern geht. Gläubige Menschen kennen auch die Lehre des Heilands im Neuen Testament, dass die reinen kleinen Kinder für uns ein Beispiel an Demut und Belehrbarkeit sind. Amen, das sage ich euch, wenn ihr nicht umkehrt und wie die kleinen Kinder werdet, könnt ihr nicht in das Himmelreich kommen. Wer so klein sein kann wie dieses Kind, der ist im Himmelreich der Größte. Im Buch Mormon lesen wir, wie der auferstandene Herr die Nephiten belehrte, dass sie umkehren und wie ein kleines Kind werden müssten. Andernfalls könnten sie nicht das Königreich Gottes ererben. Es ist mein Wunsch, dass wir uns selbst wie kleine Kinder demütigen und uns bemühen, unsere kleinen Kinder zu beschützen, weil sie die Zukunft sind für uns, für unsere Kirche und für unsere Nationen. Im Namen Jesu Christi. Amen.